Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play Red Dead Redemption 2 Part 12. Ich bin euer Voldiboy. Vom letzten Mal her gibt es nicht allzu viel zu berichten, außer die schockierende Tatsache, dass uns Pinkerton Detectives, der Agent Milton und der Agent Ross bei einem Angelausflug, wo der Arthur Morgan mit dem kleinen Jack gemacht hat, an Dakota River, gefunden haben. Sie wissen jetzt, dass wir in der Heartland sind. Sie haben dem Arthur angeboten, dass wenn er den Dutch van der Linde ihnen ausliefert, er Straffreiheit überkommt. Denn auf ihn ist auch ein hohes Kopfgeld ausgesetzt. Der Arthur Morgan denkt natürlich nicht daran, den Dutch zu verraten. Er hat ihn aufgesucht, hat ihm alles erzählt und auf die Frage hin, was man denn jetzt soll unternehmen, hat der Dutch van der Linde beschlossen, es wird im Moment gar nichts unternommen. Das ist ziemlich unvorstellbar, wenn man sich dieser Verantwortung bewusst wird, wie viele Mitglieder das die Bande hat. Und wie schnell das kann passieren, wenn sie im Camp in Horseshoe Overlook entdeckt werden, dass alle verurteilt werden zum Tod durch den Strang. Und das alles ausgerechnet jetzt, wo der Arthur Morgan zusammen mit dem John Marston und dem Charles Smith den Zugüberfall geplant hat. Bevor das alles stattgefunden hat, ist der Arthur Morgan in Strawberry mit Michael Bell zusammengekommen und sie haben zusammen eine Postkutsche ausgeraubt. Das Ganze wäre eigentlich nur eine kurze Sache gewesen. Allerdings sind wir dann auch noch auf Bandi vom Colm O'Driscoll gestoßen. Und durch das ist das Ganze dann eskaliert und in einer wüsten Schiesserei ausgeartet. Selbstverständlich haben der Michael Bell und der Arthur Morgan die Situation voll unter Kontrolle gehabt und auch noch einen recht grossen Betrag können bei dem Coup erbüten. Okay, ich höre irgendwie etwas. Hier vorne haben wir ja unseren Ölwagen deponiert. Wer schiesst denn da? Sind wir hier etwa nicht allein? Müssen wir uns eventuell ausrüsten? Also im Moment ist da nichts Verdächtiges. Der Ölwagen ist gang noch da. Okay. Das ist ja unser lieber Sean. Was macht der hier? Der gehört doch gar nicht dazu. Ich wüsste nicht, wer der eingeladen hat. Wie hat er denn von dem Coup erfahren? Am besten fragen wir uns selber. Shit. Well, at least it ain't your job. Ah, shut up, Arthur. Yeah, your job's starting the fights. You ain't winning them. Fucking scrap, Arthur. I'm just not good at homework. I can see. Besides,
What do you care, Englishman? You've got no time for me. I tried to find you work, but then you're off cutting jobs with other folks, and your boy Sean doesn't get a look in. Guess I don't want to get shot, that's all. Yeah, you're a real fucking funny shit, Arthur Morgan, huh? Real fucking funny. Calm down. You better sleep with your eyes open. Yeah, well, you're gonna sleep with your chest open if you ain't careful, boy. I love you, Arthur Morgan. I love you. Come on, take a shot. Come on, take your best shot, please, eh? Grow up. And let me come on the raid, witches. Raid? Don't be playing coy with me, son. It's unbecoming. That bloody train you and him has set up. What you're doing out here, you're going to need guns. You're going to need men. Oh, that. So Marston told you? It ain't a big show. I need calmness. If I take you, I might as well bring Micah along. Now compare me to that oily turd again. You're a dead man. Fair enough. Anyway, Arthur, what's your problem with me? In fact, don't tell me. I already know. You are threatened by me. Threatened by you? Yeah, my youthful vigor. It intimidates you. Does it? It's a story as old as the hills. The changing of the guard, the fading of the light. You're toast, old man. Okay. And what are you? I'm the future, in all its glory. Yeah, well, good luck. Good luck and shut up. I want to get some rest before nightfall. Wake up, you lazy sod. What are you doing here, kid? I'm coming, John. On the job. I said you weren't coming. Yeah, well, Arthur says I am. And it's his party, boy, so come on, let's go. Me and the big cheeses love it. Can't wait to slit some bastard's throat. You sure about this? No. Are we ready? Yeah. Train's due through tonight. All right, then. It's on. Charles? I'm ready. Gentlemen, let's go earn some money. Okay, das passt natürlich dem Charles und John überhaupt nicht, dass der Sean jetzt da bei dem Unternehmen dabei ist. Er ist ja sehr unerfahren. Von ihm hat man bis jetzt, ehrlich gesagt, nie mehr gehört als seine grosse Klappe, die er ständig offen hat. Aber vielleicht ist ja das Unternehmen jetzt für ihn auch eine Gelegenheit, um sich zu beweisen. See, this is what I mean. I disappear for a couple of weeks and you cut me out of all the action. Just the action that requires a brain. Ah, you're a funny fella, John Marston. From my folks, eh? You had your feet up the whole time, playing sick and fondling that new scar like you're gonna buy a breakfast in the morning. You don't know what you're talking about. Stay close on this. Wouldn't want you getting scratched by a squirrel or something. Bear left here, towards Rhodes. Now, I was saying, that could put you out of commission for the rest of the year. Why do you have to speak so much? It's incessant. Because I've still got some blood in me veins. You old bastards have forgotten how to live. I blame you two for rescuing them. Far too much trouble for what we got out of it. Yeah, takes a whole army of bounty hunters to bring in Sean Maguire. And look at me now, in the gunner sea. Back in business, boys. You know, my dad always used to say... Not the dad, no, please. Not this again. Fine, damn you three. Sulky, angry, scarface. A right barrel of laughs. Statt so grosse Reden führen, sollte er sich jetzt eigentlich auf die Mission konzentrieren. Die wird nämlich herausfordernd genug. Und wer weiß, ob er wirklich das Zeug hat, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Ich bin da stark im Zweifel. Ich glaube, wir sind schon in der Nähe. Stop the wagon over the tracks. Remember, these are innocent folks. We handle this es right. Geht los. Nobody needs to die. Mr. Marston, Mr. Smith, Mr. McGuire. Get over there. When she slows, order. And you? I'm gonna make sure she slows. That's do or die with you.
I like it. Get moving. Here she comes. I need to get up there. Hey. Finish up here. Join us on board. You bastard. Go on! Get on there! All yours, Captain. Well, go on ahead. Okay, und John Marston, sein Plan ist aufgegangen. Der Zug hat gestoppt. Kein Wunder. Wer möchte schon von einem Ölwagen grilliert werden? Everybody stay calm and nobody will get shot. Und die Fahrgäste haben sicher einiges an wertvollen Gegenständen dabei und auch sehr viel Geld. Wir müssen jetzt nicht allzu viel machen, wir haben hier mehr so eine Leibwächterfunktion. Wenn sie nicht spuren, wie der zum Beispiel hier. Just give it to him, Thomas, please! Okay, okay, in the bag, everything you got. Keep it coming, don't be shy. Wer nicht hören will, muss fühlen. These two seem to think we're playing games. I'll do anything. I'm gonna count to three. One, two. God damn it. Sickest man dead, lady. And I'm losing my goddamn patience. Let's just do what he says so this can be over. Ladies and gentlemen, this is a robbery. Let's make this quick. You boys need me? No. You go ahead and look for the baggage car. You sure about that? Reach out. You shot this son of a bitch. We ain't playing around here. Quick, come on. Come on, partner. Come on, quick. Everything you got. Money, valuables. We ain't leaving until this bag's full. You won't get a damn cent from me. Let me hand you over to my friend then. Come on. Be smart about this. Money now! Son of a bitch. Come on, cup it up, people. Don't be shy. Everything you got. Let's go. Please. Okay, wir haben schon $263 erbeutet. I can handle this from here. You should check on Sean. Okay. Und der Sean ist ja hier beim Gepäckwagen. Da müsste es auch noch einiges an Wertgegenständen drin haben. For Christ's sake, you ain't even taken a look yet? There's probably something in here, Arthur. Okay, das wäre jetzt richtig schief gegangen. For fuck's sake. For fuck's sake. I'm sorry. Come on, get up, you little Irish shit. Get up. Need some help here, boy. I'll miss you, brother. Finish them. This time I'll look and you provide the cover. I'll try my best, brother, but. Mal schauen, was wir hier in dem Schrank drin haben. Very funny. Geldscheinklammer. Some decent stuff. I'm gonna have a Schmuck. Really look on my head. At least you ain't got a hole in it. Are those tennis? Vielleicht hier vorne. Just keep your eyes peeled. Hier ist auch noch. I know. Ein Schrank, Geldscheinklammer. Mehr hat es nicht drin. Hier in dieser Truhe hat es sicher auch noch wertvolle Gegenstände. Schmuck. Platintaschenuhr. Kleiner Schmuckbeutel. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Hier oben
könnte es auch noch etwas drin haben. Goldene Taschenuhr. Vom Feinsten. Okay, gehen wir mal wieder zum Jean. Arthur, we've got a problem. There's two assholes on horses. How many you say? I just see a pair of them. In that case, we're fighting. Marston, Smith, get ready. You men come out the train now, do you hear? We said you men come out now. There's only two of you, you fools. We got a whole lot less to lose. Why don't the two of you ride away? That way neither of you get killed. Goddamn liberties. Eh? There's a few more of them torn enough. Man, my big mouth. Okay, let's deal with them. We won't tell you again. Come out now with your hands up. There, ja, ist ja klar, dass so ein Zugüberfall nicht lang unbeobachtet bleibt. Jetzt wollen wir mal schauen, wie viele das von denen auftauchen. Vor allem kommen sie von beiden Seiten, so wie es aussieht. Das heisst, gut Deckung nutzen. Dann sollte das Ganze eigentlich kein Problem sein. Jetzt aber schnell ab. Es kommen sicher noch mehr. Am besten so schnell wie möglich aus dem roten Bereich rausreiten. Weil wir haben jetzt eine Verantwortung gegenüber unseren Kameraden. Wenn wir Glück haben, werden wir noch nicht einmal mehr verfolgt. Ja, das Ganze hat sich auf jeden Fall gelohnt. Okay, wir sind schon bald draußen. Aber wir sind in der Nähe von Rhodes. Oh, oh mein Gott, okay. Die Jagd ist noch nicht vorbei. Ihr habt es gesehen, das Ganze ist gar nicht so wahnsinnig einfach, wie es aussieht. Aha, hier vorne ist Grenze. Ab hier sollten sie uns eigentlich nicht mehr verfolgen. Wirklich sehr spannend. Now, come on. Mann, wie viel sind das noch? We can see what they call you, the professionals in the outfit. Shut up. At least we made some money. And what did I get? Gotta be $100 here. Very nice. You weren't even invited. What now? We still need a real big take. Enough for us to get out of here. Was that a setup? Law turned up real fast. I don't know. I don't think so, but I'm starting to get nervous. Think they followed us from Blackwater? Maybe. They found me already near Horseshoe, but I think this lot was just locals. I hope so. I'm gonna head into Valentine, see if I can get something started there. Good idea. Either way, we should all go it alone right now. You know the deal. Don't be followed. Of course not, boss. Yeah.
Ja, also das hat sich wirklich gelohnt, hä? Ja. Man sollte öfters einmal so einen Zug überfallen. Okay, wir sollten uns jetzt mit dem John Marston in Valentine treffen. Das Ganze könnte sich dann gerade in doppelter Hinsicht lohnen. Wir sind ja jetzt hier in der Nähe von Rhodes, das heisst, wir könnten eigentlich jetzt gerade direkt mit dem Zug dort anreisen. Ja, wer hätte es schon mit so einer Übermacht gerechnet? Also, das Ganze hätte auch extrem in die Hose gehen können. Und wenn der Arthur Morgan nicht so schnell reagiert hätte, dann wäre der Sean jetzt tot. Es ist ohnehin ein kleiner Wermutstropfen, dass er da mit von der Partie war. Man hat es jetzt einfach auch wieder gesehen. Der Bub hat eigentlich mehrheitlich nur ein grosses Maul. Aber da ist nicht mehr dahinter. Aber er ist halt noch jung. Und wer weiß, ob er sich nicht auch noch verbessern kann in dieser Beziehung. Ich würde sagen, wir reisen jetzt bequem nach Valentine und schauen, was uns dort als nächstes erwartet. Back so soon? Okay, wir sind wieder in Valentine. Es ist morgen früh. Und jetzt werden wir mal schauen, ob der John Marston schon da ist. So wie es aussieht, ist er hier auf dem Auktionsgelände. Sehr interessant, was hier alles angeboten wird. Vorwiegend Schöf, würde ich mal meinen, hä? Ja, eben, Valentine ist ja eine Viehstadt, haben wir schon ein paar Mal gehört. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass mit diesen Tieren recht viel Kohle gemacht wird. Und vielleicht hat es unseren lieben John jetzt auf das Geld abgesehen. Wir dürfen gespannt sein. So, feeling better? How's the scar? I heal pretty fast. Lucky you. So you just lazing about or you got any leads? I got something. You see them? Sure. Well, you see yourself as a shepherd now? Maybe. Come on. Well, where exactly are we going? Collect something. Help us get some sheep. You know, that attempt to seem all enigmatic and interesting, that might work for Dutch, but for you, it just makes you look stupid. Come along. You'll see. That train job was a start, but we need more money until we can get back to Blackwater and collect. I'm here to tell you, we try to collect that money anytime soon, it'll come with a noose. I was worried you'd say that. Dutch says that we... Dutch says a lot. That's his gift. Saying things. Oh, yeah? What do you mean by that? I was the prize pony once. Now I'm the workhorse. Listen, Dutch is... But, well, you was at that thing in Blackwater. We already seen Pinkerton's here. New century's coming. This life, this way, well, we're the last, I reckon. And we ain't long for it. Then that's the way it goes, I guess. For me, yes. All right. So where are we going? Just need to pick up something. Ja, die Aussage vom Arthur Morgan, die muss man ernst nehmen. Tether the horse and I'll meet you across the street. Das Amerika von 1899 ist tatsächlich nicht mehr die Zeit von der Outlaws.
in dieser Neuzeit werden so Methoden immer weniger geduldet. Und der Arthur hat das jetzt schon erkannt, dass die Zeit von den Banden schon gleich der Vergangenheit angehört. Okay. So wie es aussieht, gibt es wieder ein neues Gewehr. How can I help you today? Looking for a rifle? Something with a sight on it. Shouldn't be a problem. You want to see what we've got? It's all in the catalog here. Rolling Block Gewehr. $0. Ja, das lassen wir uns natürlich gefallen. Einfach so eine Waffe gratis und Franco. Das letzte Mal haben wir ja noch das Lanchester Repetiergewehr mit 14 Schuss von Michael Bell bekommen. Ihr seht, man muss eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel Geld in Red Dead Redemption 2 ausgeben. Man kommt sehr viele Sachen während der Quests einfach so über. Why couldn't you okay, have done that? Wo gehen wir ran? Done what? Bought that gun. I had a run-in with that fella earlier. We ain't on the best of terms. You had a run-in. I've had a run-in with half that town. Calm down. It's done now, ain't it? Why are you being so cagey about all this? Always playing some goddamn game. Me? I ain't the one taking Jack on fishing trips. No, you ain't. If you say the boy ain't yours, what's the difference? You probably only run off again. Why are you so interested in my life? Ain't you got one of your own? Just do one thing or another. Not be two people at once. That's all I'm saying. It ain't that simple. You know that as well as anyone. Same as with you and that girl. What was her name? Mary? That was different. No, it ain't. Just the same. Anyway, for the love of God, will you tell me what you got me doing here before I turn around and hit the breeze? There's a herd of sheep coming down to auction from Emerald Ranch. Folk in town were saying the owner's trying to stamp out every farm from here to Ansburg. Yeah, I know that place. Okay, der John Marston hat das erfahren, dass der Arthur Morgan mit seinem Sohn, dem Jack, den Angelausflug gemacht hat. Und so wie es aussieht, hätte das gar nicht passt. Slow it down! Let's head up to the ridge up there! Get a proper view! This way, Arthur! So I'm thinking that the herd will make it to auction all right, but a couple of new ranch hands will be collecting on the sale. Doubt the town will care to notice too much. Why we need this rifle you couldn't buy yourself? Reckon we shouldn't get too close. At least not till we know what we're dealing with. Let's see what we can see from up here. Okay, jetzt wissen wir ja, was John vorhat. Von der Abigail wissen wir, dass er kein guter Vater ist. Jetzt haben wir von ihm aber auch noch gehört, was könnte der Grund sein. Er hat nämlich okay. Das Gefühl, dass der Jack nicht von ihm there. Ist. So what now? Put a shot in near him. I reckon they'll hightail it. They're only ranch hands. Just watch the sheep. Looks like one of them don't scare too easy. Put another shot in close. He'll get the message. Yep, that spooked him all right. All right, let's go round him up. Der Arthur Morgan als Schaftreiber.
immer wieder interessant, welche Missionen dass er da muss in dem Spiel bewältigen. Reitet zur Herde. Those cowboys I know are dumb as trees. How hard could it be? I guess we'll soon find out. Let's get these things. Bring them back to the yards. They're pretty scattered. Let's get them all rounded up. Okay, wir müssen sie irgendwie zusammentreiben. Sind ja eigentlich noch relativ gut markiert. Ich glaube, es langt, wenn man sie einfach umrundet und ein bisschen aufscheucht. Und jetzt sollte man sie wahrscheinlich auf Valentine zurücktreiben. Marston, why don't you leave the sheep to me? You ride Shank, keep watch for any trouble. I brought you in on this. It'll be quicker this way, trust me. This ain't the right time for you to be learning how to herd. All right, whatever you say. I'm done arguing. Okay, jetzt ist wichtig, dass man ja nicht in sie hineinreitet. The route back to Valentine is right around that mountain. Okay. Like I said, I'll handle this. Und dass sie schön in der Spur bleiben. Wir können einen Befehl zurufen. Das erinnert mich irgendwie an einen Quest aus Red Dead Redemption 1, wo der John Marston auf der McFarlane Ranch hat müssen ein Wildross zureiten und auch noch einen Bullen mit dem Lasso einfangen. Ja, wenn du wüsstest, was noch alles auf dich zukommt, John Marston, hä? Aber du kannst nicht in die Zukunft schauen. Mir eben schon. Go, go! Das Ganze entwickelt sich sehr gut. Man muss sich hier auch ein bisschen Zeit nehmen. Es ist nicht ganz so einfach, wie es aussieht. Yeah. Es braucht schon ein bisschen Koordination. Und vor allem, dass man ja nicht eins von den Schafen vergisst. Weil wir sollten ja alle 15 in die Stadt bringen. Move it. Ich glaube, das hat nicht schlecht geklappt. Jetzt bin ich gespannt, wie viel das wir für die überkommen. Those are up, boys. There you go. Fine sheep. They're okay. Well, you seem better around here. I've seen ones with less ambiguity about their provenance. A lot less. What are you trying to say? I'm trying to say you give me 25% kickback and I won't say nothing to nobody. Everything all right here? Excuse me? Sure, I'll excuse you for 25%. Do you want me to put another hole in your head? Folks swing for rustling livestock. 25%. 15. 20. 18. Done. Calm yourself, friend. Just think of it as I'm buying your sins. You're buying. But we'll pay you. Go on now. Wenigstens haben wir noch ein bisschen abhandeln auf 18%. Boy. Dutch is waiting for us at the saloon. Schon klar, dass der gewusst hat, dass wir die Schäfe gestohlen haben. Und wenn er die jetzt bei der Auktion für uns versteigert, dann hat er natürlich ein hohes Risiko. Still good money. Thanks for all the help with this. Can't herd, can't swim. Give it a rest, will ya? We ain't kids no more. Well, never really was.
Come on, Sunshine. I'll buy you a whiskey. So ein Whisky, da sagen wir jetzt nicht nein. Not everything, but after you, sir. I don't believe in absolutes, just shades of gray. Compromises. Compromises. Well, I have never been a man for compromising. I fear at my age I am too old to change. Okay, der Dutch ist hier und der Leopold. Gentlemen. Dutch, Leopold. Where have you been? Working. Marston's thing. Good. And? We're just waiting to get some pay. A few sheep. Leopold, my good friend, as long as you're here, why don't you and John go make sure there ain't no funny business? Of course. Gentlemen. Drink? Sure. Nothing like talking to old Strauss to make you want to blow your own brains out. I should have left him where I found him all those years ago. Bookish little Austrian, fresh off the boat, his eyes out on stalks. Well, I guess the Dutch Vanderlyn Finishing School has some strange graduates. That it does. To your good health. Thank you. Vanderlyn! Get out here! Get out of here now! Vanderlyn! You don't know me, but you keep robbing me! My name is Leviticus Cornwall! I am not a man to be messed with by the likes of you! Get out here before I have these men killed! What do you think? Get out here, well, you depraved piece of trash! You start spinning a yarn? When I think the moment's right, I'll make a move. You think I got where I am by letting scum like you rob from me? Vanderlyn, you're done! Now get out here now! Deal with this nonsense. Please, gentlemen, this is a terrible mistake. This is a case of mistaken identity. What is worse than admonishing a man for the sins of another who wants to be the Messiah? Not me. Nor do I want to be this Dutch Vanderlyn, whomever he may be. I am Archibald Smith. Ja, das ist ja klar gewesen, dass der Leviticus Cornwall früher oder später auftauchen wird. Sich für all das revanchieren, wo wir als Bandi ihm bis jetzt angetan haben. Jetzt müssen wir halt schauen, wie wir aus dieser Situation das Beste machen können. Ich hoffe, dass das gut kommt. Wir haben ja, glaube ich, gehört, er hat etwa 50 Mann zur Verfügung. Und wenn er die jetzt alle mobilisiert, dann wird ihm das Ganze richtig gefährlich. Okay, das ist natürlich eine sehr gute Idee. Da sind wir wenigstens von der linken Seite her geschützt. Wir müssen trotzdem schauen, dass wir alle verbutschen. Weil sonst greifen sie uns von hinten an und schiessen uns in den Rücken. Und das wäre natürlich gar nicht gut. Auf dem Balkon oben hat es auch noch einen. This
das Lanchester-Repetierwerk und uns da natürlich jetzt sehr entgegen. Hier auf dem Dach oben. Okay, sofort den Strauß schnappen. Immer noch die Deckung vom Wagen gut ausnutzen. Hoffen, dass unsere Jungs jetzt hier noch erledigen. Und dann nichts wie ab durch die Mitte. Put Strauss on the back of John's horse and let's get out of here. You make sure nobody's following us. We'll get back to camp. We're gonna gather the troops and get them to start packing up. So, we can't stick around after this. Let's go! Ja, das glaube ich auch. Die Zeit im Horseshow Overlook ist wahrscheinlich vorbei. Weil ich denke nicht, dass man da noch irgendetwas kann an dem Ganzen ändern. Ich glaube, wir müssen abhauen. Sind zu viel. Sind in der Überzahl. Okay, ist das Boss haut ab. Das ist natürlich alles andere als gut. Am besten so schnell wie möglich aus dem roten Bereich rausreiten. Egal in welche Richtung. Das ist die einzige Möglichkeit, dass wir hier so schnell wie möglich uns aus der Gefahrenzone bewegen können. Wow, das war ja krass gewesen, hey. Der Leviticus Cornwall. Jetzt hat er uns die Rechnung präsentiert. Wir wissen ja von ihm, dass er ein Ölmagnat ist. Ein extrem mächtiger Mann. Und wie gesagt, niemals hätte sich das von uns noch länger bieten lassen, dass wir ihn dermassen am Gängelband führen würden. Okay, wir sind immer noch nicht aus der Gefahrenzone, sie verfolgen uns immer noch. Das Ganze ist jetzt wirklich relativ gefährlich. Wir müssen so schnell wie möglich an der Kota River runter. Und hoffen, dass wir sie jetzt abhängen. Mission abgeschlossen. Okay. Come on. Jetzt zurück ins Lager reiten, das ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Ich würde mal sagen, wir machen das Ganze per Schnellreise. Und schauen mal, was der Dutch zu dieser ganzen Geschichte sagt. Weil schlussendlich haben wir die Scheiße mehrheitlich ihm zu verdanken. Was für ein heilloses Chaos. Man wäre fast versucht zu sagen, wären wir doch im Colter geblieben und hätten uns dort niederlassen.
Weder, dass wir uns hier in die Zivilisation begeben und jetzt wieder verfolgt werden. Verfolgt von den Pinkertons und jetzt auch noch der Leviticus Cornwall. Mr. Morgan! Mr. Morgan, folks is wondering what's happened to you. Nothing, Miss Grimshaw. Nothing is right. That's the point. That's the point. Work, Mr. Morgan. Folk need feeding. I never took you for the lazy type. Okay, und jetzt kommen wir noch einen Arschuss über von der Miss Grimshaw. Ich würde mal sagen, der Tag. Good morning, Arthur. Der ist gelaufen. Wie gesagt, wir werden schon bald aufbrechen im Süden. We keep heading east, is that the plan? For now. And when do we stop? When we reach Paris? Oh, that'd be nice. Join the commune. We stop when we find someplace sensible. Shake them that's following us and lie low. This is lying low? You turned into a bunch of killers, I mean it. We ain't even got the delusion of being anything but a bunch of killers. We are just trying to survive, Hosea. We don't have a choice. This'll end soon. Damn right it will. Constipated as usual. Okay, ihr habt's gehört. Hier in dem Camp ist unseres Bleibens nicht länger. Wir wissen nicht, was uns erwartet in der nächsten Zeit. Aber so wie es jetzt ist, kann es auf keinen Fall mehr weitergehen. Wir machen an dieser Stelle hier einen Break und wir sehen uns zu meinem Let's Play Red Dead Redemption 2 Part 13. Ich bin euer Voldemort und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir doch bitte ein Like oder schreibt etwas in meine Kommentare. Und wenn euch mein Gameplay ganz besonders fasziniert, dann würde ich mich freuen, wenn ihr Abonnenten werdet. Bis die Tage! Freue mich auf euch.